Hallihallo und guten Morgen, liebe Freundinnen und Freunde. Mann, heute muss ich euch was erzählen, ja? Es ist immer so, ich bin ja immer brav in der Hundeschule, ne? Da lerne ich auch einiges. Manches ist Quatsch, manches ist wichtiglich. Und meine Frau Linde hat jetzt zu mir gesagt, gestern was, wie wir spazieren gegangen sind. Wir sind an die Pferdekoppel vorbei, auf die Wiese dahinter, an die Wald. Und da hat mein Frau Linde gesagt, wenn du gut gelernt hast, gut aufgepasst hast in die Hundeschule, dann kann ich dich jetzt auch ohne Leine laufen lassen. Hat sie gesagt. Da hat sie zu mir gesagt, wenn du schön brav zurückkommst, wenn ich dich rufe, brauchst du die Leine nur noch an der Straße. Dann darfst du frei laufen. So wie mein Vorgänger, der Merlin auch. Der ist auch immer frei gelaufen, ja. Und dann hat sie mich von der Leine losgemacht. Hat mich ein bisschen vorlaufen lassen, hat mich wieder zurückgerufen, hat mich sofort gemacht, sofort. Ich habe mich auf der Hinterpfote rumgedreht und bin sofort wieder zu ihr und stand Fuß neben ihr und hat sie ganz lieb angeguckt. Hat sie gesagt, das hast du ganz brav gemacht, bekam ein Leckerli und dann hat sie gesagt, ab mit dir, dann rennen. Ja, Mann, bin ich gerannt. Ich bin gerannt über der Wiese, nur rechts, nur links, nur vorne, nur hinten. Und wieder ab zu meinem Frau Liedchen, Leckerli abgeholt und wieder losgerannt. Jawohl, das war ein Spaziergang. So muss das immer sein. Jawohl, ich hoffe, dass ihr heute nochmal mit mir geht, ja. Das war ganz, ganz toll. Ah, das mag ich jetzt immer. Aber sie hat gesagt, das geht nur, wenn ich gut auf sie höre, ne? Wenn ich ganz brav dann wieder Gewehr bei Fuß komme. Mache ich ganz bestimmt. Ich habe ihr das versprochen. Ich habe extra meinen Wünsche aufs Herz gelegt und gesagt, ich verspreche dir das, ja. Weil das ist so toll, wenn man frei rumlaufen kann. Ja. So, Freunde, und euch wünsche ich einen wunderschönen Tag. Meine Freundin macht nachher noch das kleine Filmchen, wo sie von mir gemacht hat, auch noch mit hier rein. Da könnt ihr mal gucken, wie ich rennen kann, ne? So, bis dann. Tschüss, euer Muckli, der Freigänger mit die weiße Pfote, Socke. Jawohl, tschüss.